wir sind im nächsten Set. Paddy hat sein Set hier aufgebaut. Mhm. Und du hast mir gerade gezeigt, wie du mit ganz vielen kleinen Sachen was gebaut hast. Jetzt machst du das genaue Gegenteil. Du verwirrst mich immer wieder. Das ist ja mein Lieblingslicht. Also das ist wirklich mein absolutes Dedo-Lieblingslicht, weil wir da so unheimlich viel mitmachen. Das ist halt, also das Ding nennt sich Panaura 5. Panaura 5 ist eigentlich eher die Größe der Softbox, also es ist eine typische Octabox. 5 Fuß, ne? Also das sind dann 1 Meter. Ja, es ist, genau, es ist 1,20 oder so, 1,15. 30 Zentimeter sind 1,50. Irgendwie so, oder 1,50. Also relativ groß. Im Grunde genommen eine mehr oder weniger normale Softbox. Das Coole daran ist, ich habe hier eine Lampe drin, die sich umbauen lässt. Das ist eigentlich eine HMI. Lampe, also Tageslicht. Die habe ich ursprünglich angeschafft, weil wir ja hier im Studio sehr viel Videotutorials drehen mit Tageslicht, also wo wir das Tageslicht durch das große Fenster kommen lassen und dann nehme ich die halt quasi als Unterstützungslicht von der anderen Seite und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Das ergänzt sich also mit dem Fensterlicht sehr gut, aber der Clou an der Geschichte ist, die Lampe lässt sich umbauen. Du kannst also den Brenner, den HMI-Brenner rausnehmen und steckst einen... Auch ein HMI, aber einen mit Kunstlicht rein. Also ein Kunstlichtbrenner für HMI, genau. Steckst du rein und den haben wir jetzt auch drin. Das heißt, wir sind jetzt auf Kunstlicht und hast dann natürlich nochmal eine höhere Lichtausbeute. Also die gleiche Lampe gibt es auch als reine Kunstlicht-Halogen-Version. Aber da sind wir eigentlich genau in dem Thema, wenn wir uns über LED und über diese ganzen Dinge unterhalten, wenn du so eine große Fläche einfach dafür genug Leistung reinkriegen willst. Wenn das HMI nach wie vor noch das mit der meisten Leistungsausbeute und auch kein Halogen sowieso nicht, aber auch keine LED, kann so viel Leistung bringen. Und da ist dann, also mir sagen immer alle, ja, HMI ist tot oder das macht keiner mehr, finde ich nicht. Ich finde genau für diese Bereiche, wo du viel Leistung für große Softboxen und Ähnliches brauchst, ist es nach wie vor das Nonplusultra. Wir machen hier, du warst ja auch schon mal bei mir auf dem Sofa, diese Interviewsituation, genau, dafür nehmen wir das. Wir machen hier diese Fotoschnackgeschichte, dafür nehmen wir die. Immer eine Lampe, hier und da mal ein Aufheller, aber eigentlich alles mit der. Was man zu solchen Sachen aber sagen kann, finde ich persönlich immer, es ist das unkomplizierteste Licht auch. Ne? Das ist sehr unkompliziert, du kannst es hinstellen, kannst damit arbeiten und fertig. Und super Beauty, ne? Schön genau, soft. Es hat eine schöne Haut, Glätte gibt es dann, Softness. Ich persönlich bin ja eher so der Mensch für die harte Fraktion. Ich mag es aber auch ganz gerne entweder zum Aufhellen mit solchen Sachen oder mal auch wirklich mit ganz weichem Licht, wenn du den Kontrast zum Beispiel hochziehen willst. Das kannst du sehr schön machen, wenn du weiches, schattenfreies Licht hast. Ne? Was ich hier sehr, sehr gerne mache, und das ist jetzt auch wirklich ein relativ simples Setup, ich mag es halt hier total gerne, wirklich die Blende aufzureißen, bis zum Anschlag 1,4, ein bisschen von der Wand wegzukommen und dann aber auch den Lichtabfall zu nutzen. Das heißt, die Jessica, die steht quasi so auf halbem Weg zwischen Softbox und Wand. Also eine Blende weniger hinten. Genau, das heißt, nach hinten habe ich Unschärfe plus Lichtabfall. Und das finde ich einfach, also ich finde diesen Look einfach so genial, weil er so simpel ist. Und dann werde ich gleich mal zeigen, dass man natürlich mit der Softbox auch aus allen möglichen anderen Richtungen, also natürlich von der Seite das Licht oder aber auch von hinten, was ich auch ganz cool finde, hier ist ja eine Wabe drin, sieht man jetzt gerade nicht in der Kamera, aber man kann das auch als Gegenlicht nehmen und dann die Wabe so ein bisschen in den Hintergrund mit rein. Zwei Sachen, einmal so ein Tipp oder eine Frage von dir. Preis hast du den im Kopf ungefähr? Ja, es ist leider eine sehr teure Variante, die ist so in der 4.000-Euro-Klasse. Das ist für HMI übrigens, muss man dazu sagen, noch extrem günstig, weil HMI eigentlich wahnsinnig teuer ist. Aber jetzt mal so mein heißer Tipp immer, auch wenn man das Große jetzt zum Beispiel mit Halogen machen, wenn ich einen geschlossenen Raum habe, diese Fenstersache, die du machen willst, geht natürlich dann nur schwierig. Aber dann tut es auch Halogen da dran. Und das ist genau, die reine günstiger. Halogen-Variante liegt, glaube ich, anderthalb so. Ja, in der, dann gehen die Preise sehr weit runter. Ja, und also auch große Softboxen dann mit Halogen. Mhm. Du hast weniger Leistung und du kannst es nicht so gut anpassen. Es gibt aber dennoch für die Bastler, aber dann ist die Leistung natürlich sehr wenig, diese CTO-Folien oder CTB kannst du auch vor die komplette, genau, die kosten nichts, die Dinger. Also eine große Rolle damit kostet 10 Euro, 20 Euro teilweise. Diese, was wie Hintergrundkartonrollen, kosten 100 Euro. Also das ist, na, da hast du dann aber meterweise drauf. Und dann kann man das wirklich davor klemmern, aber dann hast du natürlich noch weniger Leistung. Aber das ist immer so eine Alternative, dann Halogen zu nehmen. HMI ist das, der eine große Nachteil von HMI ist wirklich das. Ne? Ich liebe das Licht. Also was hier rauskommt, das ist, also ihr werdet das sehen, das ist so eine tolle Mischung aus Softness aufgrund der Größe, aber Knackigkeit durch dieses brillante HMI-Licht. Und die Wabe macht natürlich dann auch von der Charakteristik her das ein bisschen knackiger, ein bisschen brillanter. Genau. Ne? Ja, die Wabe habe ich in erster Linie, weil ich es halt nicht so gerne mag, wenn der Hintergrund komplett ausgeleuchtet ist. Ne? Also ich mag das ganz gerne. Aber die macht ja auch vorne im Motiv, also im Model, man wird es ja auch ein bisschen knackiger, brillanter dadurch, ne? Weil du halt nicht das Streulicht hast, sondern ein bisschen... Genau. Ist das auch noch. Ja, aber ich finde es, und vor allen Dingen ist das wirklich ein einfach nachvollziehbares, einfach zu machendes Ding. Preis ist immer so ein bisschen das... Also es ist, aber Halogen, aber ich habe die seit bestimmt seit
vier oder fünf Jahre haben wir die im Einsatz. Es ist wirklich nur ein einziges Mal ein Leuchtmittel kaputt gegangen und das war noch eigene Doofheit. Können wir übrigens mal sagen, eine HMI-Lampe, bitte niemals einfach den Stecker rausziehen. Oder einfach den Ballast ausschalten, genau. Sondern erst die Lampe ausschalten, dann den Ballast ausschalten oder Stecker ziehen. Dann gibt es extra einen roten Knopf zum Runterfahren der Lampe. Die sind wirklich sehr empfindlich bei solchen Dingen. Ja, das muss man also das hatten wir auch, da hat tatsächlich jemand den Stecker rausgezogen und dann war gleich das Leuchtmittel im Eimer und das sind dann tatsächlich bei HMI schnell mal ein paar hundert Euro. Richtig teuer, ja. Also das ist immer so ein bisschen die schlechte Nachricht. Ich persönlich habe auch HMI. Aber das ist genau das in diesen Sondersituationen, wo du sehr viel Leistung brauchst und Tageslicht mischt zum Beispiel. Da finde ich es gut. Sonst ist Halogen von der Charakteristik her, du sagst ja immer so ein Müh, ne? Neben dem, also die Vergleichbarkeit HMI, ich finde es wirklich zu Halogen ist ein Müh auseinander, das ist fast das Gleiche. Ja, aber halt Halogen, bezahlbarer. Halogen hat halt für mich, ist noch mehr an diesem Filmischen dran. Mhm. Ja, das ist diese Wärme. Ja. Und wie gesagt, bezahlbar. Ne? Also ich finde es einfach den Preis von Halogen. Ist einfach eine super schöne, das ist bezahlbar dann halt. Und HMI ist wirklich der große Knackpunkt, der Preis. Hm. Aber es ist auch immer so, es schreien immer alle, ich will Tageslicht. Das ist eigentlich Quatsch. Sobald man die Möglichkeit hat, ein bisschen abzudunkeln, ich würde eher zu Halogen greifen. Soll ich dir jetzt mal den ganz heißen Tipp geben, wenn du so eine Fenstersituation machst, die du machen willst mit Halogen, wie du das gelöst kriegst, ohne HMI zu nehmen? Du sagst ja, du willst jetzt die Gegenseite, nimmst du ja für dich dann das HMI, dann holst du die CTO-Folie. Also Color Temperature Orange in groß, die Dinger habe ich ja gerade gesagt. Pack die vors Fenster. Genau, klebt die Fenster damit ab, habe ich Fenster eine Blende schon rausgenommen, mache den Halogen entgegengesetzte Seite, habe mein Set stehen. Und das kostet wahrscheinlich 20 Euro so eine Rolle. Genau, ne? Genau. Also die kleineren Rollen oder wie gesagt so große mit jemand anders teilen, damit kannst du die nächsten 10 Locations mit oranger Folie ab. Noch ein Frosch im Hals. Aber das ist übrigens keine Bastellösung, sondern das wird auch im Filmbereich teilweise so gemacht. Ne? Also das ist nichts, weil im Filmbereich ja grundsätzlich mit größeren Lichtquellen gearbeitet wird. Und im Filmbereich sieht man es ja auch ganz oft, dass das Fenster genommen wird und von außen mit Strahlern durch die Fenster dann noch solche Sachen zum Beispiel. Und da einfach wirklich vor das Fenster große CTO-Folie vor, denn Halogen auf die andere Seite passt das auch. Also kann man auch günstiger lösen, das nur, weil wie gesagt, dieses HMI-Ding finde ich mal vom Preis her abschreckend. Für mich auch. Also das teuerste Licht, was ich bei mir persönlich habe in meinem ganzen Equipment, ist eine HMI-Lampe. Ist es auch, wie gesagt. Aber wie gesagt, ne, seit Jahren im Einsatz. Also total cool. Ich bin Fan, auf jeden Fall. Also darf ich jetzt ein paar Fotos machen? Nee, wir wollen da noch ein bisschen weiter quatschen. Nein. ich bin gespannt, was du daraus machst. Und ich gucke ein bisschen zu und klug. Ich werde einfach mal so ein paar Sachen zeigen, weil ich finde, mit dieser Lampe, die ist so super universell, da kann man halt quasi einmal rund ums Model. Und ich fange einfach mal mit dem Simpelsten an, wirklich gerade von vorne auf die 12. Und du wirst das sehen, ich liebe dieses Licht einfach. Aber das ist genau das, was ich meinte, wo du den Kontrast hochschrauben kannst, nachher bis zum Gehen, weil du keine Schatten hast, die zulaufen. Genau. Ja, also eigentlich sehr schön dafür. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Schussfeld hier, dass die Kameras nicht so ganz. Ja, du willst mich los sein, okay. Ja, genau. Merkt man das? Nein, gar nicht. Nein. So, ich bin jetzt wahrscheinlich für die Videokameras weg. Du musst mal so dich hinstellen, dass du wirklich mittig vor der. Ich kann auch meinen Kopf mal simulieren, damit ihr Paddys Kopf mal von meinem mit draufnehmen könnt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Belichtung stimmt. Oh ja, das sieht gut aus. Wow. Bei der Brille muss man so ein klein bisschen mit der Spiegelung aufpassen, wenn man so frontal kommt. Du darfst das Kinn nicht zu hoch machen. Dann. Wobei bei Brillenspiegelung ist es ja so, du hast recht, aber ich finde, manchmal ist so eine Spiegelung auch ganz schick. Also es ist ja keine Regel, wo drin steht, Spiegelung ist immer verboten. Ne? Manchmal, das kann auch mal nicht aussehen. Ja, manchmal hast du auch recht. Sehr cool. Wow. Toll. Und ich mag das, ne? Dieses ganz close und dann Blende 1.4. Muss ein bisschen mit der Schärfe aufpassen. Was für eine Brennweite hast du jetzt drauf? Ich habe jetzt einen 50er genommen. Aha. Damit ich nicht ganz so viel Platz brauche. So, jetzt. Wow. Ja, bleib mal so. Lass meinen Kopf unten. Toll. Okay, so jetzt schiebe ich das mal hier an die Seite. Jetzt nehmen wir das Licht einfach mal. Mach ich einfach für dich den Kabelträger. Ja, so. Und ich mache so ein bisschen runter. Jetzt simulierst du im Grunde so ein bisschen so eine Situation, dass sie vor so einem Fenster steht, seitlich, ne? Also das ist so ein seitliches Fenster. Aha. Wo ich jetzt zusätzlich darauf achte, ist, dass die Softbox noch so ein bisschen den Hintergrund trifft.
Also ich habe ja die Wabe drauf. Ja, und wenn ich sie ganz wegdrehe, dann wird der Hintergrund wirklich schwarz werden. Deshalb gucke ich, dass ich jetzt da noch ein bisschen was drin habe. Ich gehe auch relativ nah dran. Je näher man mit der Lichtquelle am Model ist, umso stärker ist der Lichtabfall. Ne? Und das mag ich eigentlich ganz gerne. So, und so. Ich muss noch einmal einen Test hier machen. Ja, ein Träumchen. Wow. So. Und jetzt kannst du dich gerne so ein bisschen zum Licht hin orientieren, dass du ruhig so ein bisschen seitlich stehst. Ja. Jetzt sehe ich auf dem Display schon, das hat wirklich so eine ganz zarte Charakteristik, ne? Wow. Das ist ein bisschen sehr Sekretärin-Klischee, wenn du so. Ja, sagen so. Das sind die Werbefotos, wo die meisten Firmenkunden selber mal als erstes draufkommen, dass man den Stift so in der Hand hält oder die Brille so irgendwie. Das ist so das. Ich gehe mal ein kleines bisschen zurück, damit wir auch ein bisschen von diesen hübschen Beinen mit drauf haben. Und sehr schöner Verlauf jetzt im Hintergrund auch, wenn man sieht. Ja, ne? Also das ist ganz, ganz. Und das machen jetzt genau die Waben. Ne? Also dadurch macht die Wabe. Ja, ich könnte noch so ein bisschen hier rausgehen. So, jetzt habe ich etwas mehr Spielraum. Sehr schön. Ich finde das Outfit auch toll. Ich mag sowas ja. Ne? Das ist sehr lifestyleig, aber dann doch sexy. Genau mein Ding. Ja, so und jetzt möchte ich noch mal eine Sache zeigen, was ich halt auch sehr gerne mache mit dieser Softbox. Dass ich sie mehr in den Hintergrund nehme. So, jetzt gehe ich mal etwas weiter runter. So. Und jetzt stelle ich das Model davor. Jetzt fehlt mir natürlich von vorne so ein bisschen Licht. Jetzt nehme ich einfach hier so Styropor-Aufheller. Zu beiden Seiten helfe ich dir mal kurz. Sind hier die Varianten aus dem Profi-Handel. Ja, aber Styros sind ja immer selbst gebaut. Selbst in den großen Studios, die haben ja wirklich alle einfach Styroporen angepinselt. Das ist ja eben, weil du es ja auch in einer gewissen Größe brauchst. Und komm mal so ein bisschen weg von der Softbox. Also etwas nach vorne. Gut. So. Jetzt muss ich. Du bist auch schön von der Geräuschkulisse. Ich kenne Leute, die haben da wirklich Probleme mit, wenn die sowas hören, dass sie dann. Ich habe mal einen Schauspieler fotografiert. Das ging nicht. Also der hat wirklich gesagt: Stopp. Ja, ich durfte es keinen Millimeter mehr bewegen. So, einmal einen Test hier machen. Ja. Ja, das ist cool. Ich muss mal ein bisschen näher mit dem hier ran, damit wir noch etwas mehr Licht haben. Und kannst du ein bisschen dich noch darstellen? Ja. So. So, ich fotografiere jetzt auch voll in diese Softbox rein. Das gibt natürlich in der Mitte Überstrahlung, ne? Eine starke Überstrahlung, aber nach außen hin halt diese Mischung aus Lichtabfall und Unschärfe mit dem Muster von der Wabe. Ja, also die Überstrahlung ist natürlich auch ein schönes gestalterisches Mittel, wo man immer schön mit arbeiten kann. Ne? Toll. Dreh dich mal noch mehr zur Seite. Ja, dass man auch, was ich mal mache, ist, dass ich hier. So, die Kameraleute töten mich jetzt gerade. Du, aber Model zu sehen beim Shooting ist überbewertet, ne? Also, das kann man nicht mal alles zumachen. So. Also, wir blenden anschließend die fertigen Bilder ein, damit ihr euch vorstellen könnt, was wie ungefähr Jessica geguckt hat. Bisher könnt ihr jetzt nur vermuten, was dahinter passiert. Es bleibt geheimnisvoll. Auf jeden Fall lacht sie. Genau. So. Das verraten wir schon mal. Aber alles Weitere bleibt geheim. Das müsst ihr dann nachher auf den Bildern gleich sehen. Aber wir blenden es ja jetzt schon parallel ein, genau. Dann seht ihr es schon. Okay, nochmal direkt zu mir. Mega Licht. Also wirklich, ich mach mal auf. Genau, zeig's mir mal einmal, dass ihr es auf dem Display seht. Ich meine, die Leute sehen es jetzt gerade schon auf dem Monitor. Sehr schön, sehr cool. Ja, also dieses softe Streulicht. Ja, dieses und dieses Überstrahlen, das gibt natürlich eine Zartheit. Das kannst du uns auch für Models einsetzen, die eine extrem schlechte Haut haben. Da sieht alles gut aus. Also das ist, war nicht auf dich bezogen, sondern allgemein gemeint. Ah, du verscherzt es dir noch. Ich habe
Ich habe. Na? Die, guck mal hier. Ich habe nicht Schweißflecken gesagt, ich habe gesagt Kanten. Ja, das ist cool. Na? Ja. Also wirklich ganz toll. Ja. Mega Licht. Also diese großen Softboxen, ja. Ich sage zwar immer, eine riesen Softbox macht am Ende des Tages einfach nur Muschi-Licht, aber ist halt sehr jetzt haben wir hier auch ein Männchen in der Heizung gerade, was am Klopfen ist. Das gucken alle. Nee, aber ich finde, dass diese großen Softboxen, ein großer Vorteil ist wirklich, ist einfach im Handling, für Leute, die, auch, die zum Beispiel noch nicht so erfahren sind mit Licht. Und auch wirklich ein paar tolle Gestaltungsmöglichkeiten, Haut schön aussehen zu lassen und sonst was. Und wie gesagt, HMI, eine super Geschichte. Aber wie gesagt, Halogen ist vom Licht her da vergleichbar. Das heißt, wer sagt dir, ist mir zu teuer, würde ich es erstmal mit dem Halogen machen. Recherchiert einfach mal Panaura 5. Also da gibt es ganz viele Optionen. Jetzt wisst ihr ungefähr, in welche Richtung ihr da gucken und recherchieren müsst. Genau. Die gibt es auch noch in unterschiedlichen Größen. Ich glaube, da gibt es auch eine 3er und eine 7er. 7er ist, glaube ich, noch größer. Also da müsst ihr einfach mal schauen, was dann für eure Ansprüche passt. Aber ich finde es spannend, vor allem universell und wie gesagt, was wir jetzt noch gar nicht gezeigt haben, immer eine schöne Ergänzung für bestimmte Sachen. Auch noch. Wenn man hartes Licht hat und damit aufhält und sowas, auch noch eine schöne Sache. Also von daher schon einige tolle Optionen. Dann gucken wir mal und warten mal auf das nächste Video, ne? Ja, bist du fertig? Ich bin fertig. Okay.